Der Massenansturm dreier Weltreiche konnte diese Soldaten nicht in die Knie zwingen. Eines solchen Heldentums würdige Heimat ließ auch unter härtestem Bombenterror nicht nach, ihren Soldaten die besten Waffen zu schaffen. Aus einem vom Feind erhofften deutschen Zusammenbruch wuchsen hunderte neuer Volksgrenadivisionen. Der Volkssturm griff zu den Waffen. Der Feind weiß heute, dass eine solche unerwartete und mächtige Kraft nur aus einem Volke kommen kann, das kein Opfer scheut. Grenadiere und Volkssturmmänner brauchen Bekleidung und Ausrüstung. Das Volksopfer wird sie ihnen geben. Was Schränke und Schubladen an nicht unbedingt nötigen Bergen, bringt es in die Sammelstellen. Es ist für unsere Soldaten und Volkssturmmänner und damit für euch. Magazine sollen sich füllen durch euch. Eure Kämpfer sollen beste Waffen und Ausrüstung tragen durch euch. Um Deutschland und damit für eure und eurer Kinder Zukunft. Junger Volksgrenadiere und feierliche Waffenübergabe aus der Hand von Rüstungsarbeitern. Diese Waffen werden Ihnen heute zu treuen Händen übergeben. Die Heimat schaffte Ihnen in schwerer Arbeit auf unter Frontnahbedingungen. So gehen Sie mit Freude und Eifer an Ihren Dienst, immer Ihre Pflichten vor Augen, damit Sie dann Kampfe um die Erhaltung des Reiches die besten Grenadiere des Führers sind. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich den Führer des Großdeutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingt in Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Die dritte, mit 25 Infanteriedivisionen und 15 Panzerverbänden geführte feindliche Großoffensive gegen die Festung Kurland ist unter ungeheuren Blutopfern und dem Verlust von einem halben Tausend Panzer für die Bolschewisten blutig zusammengebrochen. Wo der Angreifer sich zeigt, wird er von schweren Waffen zusammengeschossen. Zur Bereinigung eines Einbruchs sind mit Unterstützung von Panzern und Sturmgeschützen Grenadiere zum Gegenstoß angetreten. Ein T-34 wird im Nahkampf mit der Panzerfaust vernichtet. Um die Abwehroperation
Positionen der schwer ringenden Landfront von See her zu schützen, sind deutsche Schnellbootverbände zur Sicherung eingesetzt. In höchster Fahrt geht es an den Feind. Die militärische Bedeutung der deutschen, seit Monaten abgeschnittenen Stützpunkte in Frankreich wurde in ihrer vollen Auswirkung erst in diesen Tagen unserer Gegenangriffe ersichtlich. In einem der Atlantikhäfen erfolgt der Austausch von deutschen und amerikanischen Gefangenen. Das sind unsere Grenadiere, die freudig in den deutschen Stützpunkt zurückkehren. Am Weihnachtsabend standen die deutschen Besatzungen im Sprechfunkverkehr mit der Heimat. Aus Saint-Nazaire übermittelten der Kommandant der Festung und der Marinebefehlshaber die Grüße ihrer Besatzungen an die Heimat. Im gleichen Standort bereiten deutsche Schwestern eine Festüberraschung vor. Ein Weihnachtsgruß aus Saint-Nazaire. Bei den Grenadieren ist die Freude groß, nicht minder aber über die Post aus der Heimat. Der Einsatz dieser Männer in den Bastionen am Atlantik zwang die Amerikaner und Briten zur Anlage künstlicher Häfen, um den Nachschub für ihre Front sicherzustellen. So war seine Verwendung geplant. Aber sie hatten nicht mit den Herbststürmen und ihren Brechern gerechnet, die ihre Eisenkonstruktionen in formlose Gebilde verwandelten und inmitten der See eine groteske Trümmerwelt schufen.